So, Kleidung. Ich brauche erstmal Hilfsmittel. Ich muss jetzt selber erstmal ein bisschen was zu mir nehmen. Hier, denke ich mal. Heilpulver. Okay, das können wir mal eben machen. Hundefleisch können wir auch zu uns nehmen. Das bringt zwar ein bisschen Stärke weniger, aber noch habe ich da keine Probleme mit. Durchgedrehter Mr. Handy. Aktenschränke, was haben wir hier so Schickes drin? Schachtel Zigaretten, die nehmen wir natürlich mit. Haben wir noch irgendwas im Schreibtisch? Nö, haben wir nicht. Was ist das da? Ist das sein Spezialhut? Den können wir bestimmt auch irgendwo finden. Terminal, haben wir noch irgendwas drin? E-Mail von Alan Dalton. Was zum Teufel ist mit diesen Leuten los? Sie sind hinter unseren Marktanteilen her, als müssten sie etwas beweisen. Nein, das fühlt sich persönlich an. Hat Mr. H. Robkos Hund überfahren oder so? Meine Frau ist am Wochenende nicht in der Stadt. Warum kommst du am Freitag nicht nach der Arbeit rüber? Bring das Akkordeon und die Reitpeitsche mit. Ich hab Angst. Okay. Was haben wir hier jetzt? Klemmbrett. Da ist nichts drin. Leere Aktenschränke, leerer Schreibtisch und ein Terminal. Okay. Jack Maynard. Hast du diese neuen Regeln der PA gesehen? Was zum Teufel ist hier los? Wenn die Sozialleistungen nicht so großartig werden, würde ich sofort die Biege machen. Da schwöre ich dir, Jack. Jenny DeSoto. Hey Süßer, ich habe allen gerade wissen lassen, dass ich dieses Wochenende in einer Aufführung des Lost Ness Monsters spielen muss. Also habe ich am Freitagnacht frei. Soll ich die Röhrenhose und die Souvenirmondsteine mitbringen? Okay, was? Jenny sagte, dein Bruder könnte etwas über diese Robko-Leute wissen, die uns der Börse fertig machen. Hast du was gehört? PS, meine Alte ist dieses Wochenende nicht da und Jenny hat zu tun. Warum kommst du nicht mit der Gummidecken und den Elefantenfußmülleimer vorbei und erinnerst dich dran, was mir entgangen ist? Was ist hier los? Du Scheiße, was haben hier für Leute gearbeitet? Die hatten anscheinend viel Spaß bei der Arbeit. Hier sind wir hergekommen. Das heißt, wir könnten theoretisch... Den habe ich schon leer gemacht. Upsi. Wow! Der hat gesessen. Ich wollte hier eigentlich entschärfen. Verdammt! Na gut. Nochmal das Ganze. Hier sind wir gerade reingekommen. Oh, was ist denn hier? Wilde E-Mails sind hier vielleicht drauf. Gucken wir mal. Nein, tun wir jetzt nicht mehr. Meinst du? Wollen wir doch erstmal sehen. Ich brauche mal ein bisschen was mit mehr. Gehst du aus dem Weg? Nein, Gegenstände brauche ich. Und ich brauche Waffen. Und ich brauche mal, ich weiß nicht, Das ist aber schade. Der hat aber mal gesessen, sag ich jetzt mal so. Zur Information. Meine Programmierung lässt kein Scheitern zu. Wo bist du denn? Ja, Veronika, mach mal was. Hallo, Robo. Na, den haben wir doch. Bin ich ja schon fast stolz wieder auf mich hier. So, Veronika, der Lenz ist da. Und der Gegner ist auch weg. Klappert hier eigentlich so. Robotanten, Elefanten, ich weiß es nicht. Nehmen wir alles mit. Du bist auch hinüber. Du stehst nur noch. Fertig.
Das ging ja schon mal recht gut. So, hier haben wir gerade auch alles rausgeräumt gehabt. Hier war ja nichts mehr Dolles drin. Hier war nur noch hier war doch was drin. Genau, die Schachtel Zigaretten war hier drin. Die nehmen wir mit. Und im Rest war nichts drin. Die hatten nur ganz merkwürdige E-Mails. Aber ganz merkwürdige. Ich habe da schon wieder so ein Summen im Kopf hier. Das ist ja gerade Wahnsinn. Sekunde, lasst mich mal eben ein bisschen Großhornfleisch zu mir nehmen. So, jetzt kriegen wir zumindest wieder ein paar HP dazu. Hier war noch jetzt irgendwo die... So, die haben wir doch jetzt schon mal wieder. Dann möchte ich einmal schnell speichern. Kannst du mal aufhören, die alles durch die Gegend zu kicken, Veronika? Egal. Nee, sind wir nicht. Willst du wohl aufhören, hier rumzupfeifen? Was war das? Ach da. Die hab ich hier komplett übersehen hier. Okay, die wäre ganz nett gewesen, aber wir brauchen reparieren und wir brauchen. Ein Terminal ist hier. Schreibtisch. Ist nichts drin, schade. Medex! Ein Terminal. Was haben wir denn hier so Schönes? Okay, das hatten wir schon. Was haben wir denn hier sonst noch so Schönes? Dobson! Was zum verfickten Geier? Das ist schon mal ein schöner Betreff. Spinnst du, denkst du, die überwachen unsere E-Mails nicht? Schick mir bloß nicht nochmal so einen hetzerischen Mist, Dob. Ja, ich denke mal, wir sind hier in einer ganz merkwürdigen Firma gelandet. Aber eine ganz merkwürdige. Wo ist denn der Typ, mit dem man keinen Augenkontakt haben durfte, wenn man hier muss? Das warten wir eben noch ab. Das auf dem Boden sah schon wieder verdächtig nach Minen aus, aber es sind eindeutig keine. Das hier scheint, ja, die Äpfel nehmen wir mit hier. Junkfood. Oh, Fleisch und Bohnen, sehr schön. Gegrillte Schnecke? Schnecke, irgendwas. Kuchen nehmen wir mit. Ja, das hat sich alles gut gehalten hier. Das hält auch nochmal 100 Jahre, kein Problem. Das packen wir auch alles ein hier. Junkfood. Kuchen. Lecker Kuchen hier. Nuka-Cola. Großhornfleisch hat nachgelassen. Das ist aber schade. Nichts drinne. Hier sind wir reingekommen. Jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter? Ich denke mal, wir müssen hier oben das Ding hier hoch, wie es mir schien. Und dann können wir da auch nochmal gucken. Haben wir hier noch irgendwas von Wert? Nehmen wir auch mit. Was soll der Geiz? Immer her damit. Uah. Die hat er nun nicht erwartet. Alter Falter, das ging aber... Ich musste tierisch aufpassen in dem Laden hier. So, hier ist scheinbar nichts. Hofft er. Speichert trotzdem einmal schnell. Da vorne sind schon wieder Minen. Und Bauer ist mit. Sonst keine Minen hier? Nein? Keine Minen. Ja. Ich gehe jetzt hier erstmal links rum und warte ab, bis jetzt hier... Veronika, lauf hier nicht so rum, hier sind Minen. Ne, ich bin eben schon reingestolpert in den Scheiß. Verdächtiges Terminal. Was haben wir denn hier? Die rote Gefahr bleibt draußen. Cindy Lou kann ich nicht mehr retten. Wer ist Cindy Lou? Hallo? Haha, Gewehrfalle. Sieh dich. Kann ich nur nichts gegen machen. Veronika, bleib hier. Wo ist denn hier die Falle? Da war die Falle.
Ach, da war das alte Ding hier. Sieh mal eine an. Anthony House's Terminal. Mr. House? Ist das etwa Mr. House? Dann wollen wir nochmal gucken. Was haben wir denn erstmal an Kalammern hier? Gucken wir doch mal. Es sieht hier gar nicht groß nach Klammern aus. Ich sehe hier gerade nicht eine. Das fängt ja schon mal gut an. Da ist endlich eine. Erlaubnisse aufgefüllt. Toll, genau das, was ich jetzt brauche. Aufgefüllte Erlaubnisse, wenn ich sowieso alle vier voll habe. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da ist noch eine. Hier ist keine, hier ist keine, da ist auch schon keine, hier ist keine, da ist keine und hier ist auch keine. Sehr schön. Versuchen wir doch mal einfach unser Glück mit Bartering. 4 von 9 Marauding. Das wären zu viel, da müssten 5 richtig sein. Grappling, hinten mit Ing. Der könnte 6 von 9. Der könnte zum Beispiel auch funktionieren. Ah! Sehr schön. Admin-Meldung. Jetzt Kennwort eingeben. Habe ich. Journalantrag. Ah, Lucky 38. Da haben wir es ja. So, ich möchte erstmal jetzt hier was lesen. Im Laufe der Jahre vermisse ich Vaters Ratschläge immer mehr. Ich frage mich, ob er stolz auf die von mir getroffene Entscheidung wäre, aber solche Vermutungen helfen mir auch nicht weiter. Ich werde mich von der Vergangenheit nicht unterkriegen lassen und werde keine Energie auf alte Familiengeschichten verschwenden, insbesondere wenn in dieser Geschichte uns keine wirkliche Familie geht. Das ist schön. Langsam ist traurig, Henderson. Ich vermute, dass er während meiner Abwesenheit das Fundament für einen Putsch gelegt hat. Verdammt nochmal, ich habe dieses Unternehmen aufgebaut. Ich werde mich von keinem Schnösel frisch aus von Uni ausboten lassen. Ich habe Cindy Lou gebeten, ihn im Auge zu behalten und seine E-Mails auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen. Sie haben sich alle gegen uns gewandt, nicht wahr? Cindy Lou hat recht. Ich hatte keine Wahl. Gott vergebe mir, was ich getan habe. All meine Angestellten, all diese Menschen, die ich für meine loyalen Freunde hielt. Schweres Wort. War ich im Unrecht? Bin ich verrückt? Ich habe dieses Tagebuch in allen Terminals des Büros verteilt. Für den Fall, dass diese chinesische Steinmetz außerirdische Verschwörung der flämischen Zimmerleute stattfindet. Kampflos kriegen die mich nicht. Was für ein Trottel. Sobald ich mit diesem Eintrag fertig bin, aktiviere ich die Sicherheitssysteme, dann bringe ich meine Familie raus. Falls sie dies lesen und ein Amerikaner sind, Gott schütze die USA. Falls sie dies lesen und ein Roter, ein Ausländer, ein Steinmetz, ein Zimmermann, ein Außerirdischer oder ein Flamme sind, wir sehen uns in der Hölle. Alexander House. Ja, mein Bester. Zugangscodes habe ich jetzt. Da hätte ich mich also gar nicht groß reinhacken brauchen. Ja, was sind wir hier gelandet? Mr. House werden wir noch treffen. Dann nehmen wir alles mit, was hier drin ist. Das gefällt mir gerade gut. Und ja, dann wollen wir doch mal gucken, wo es jetzt hier weitergeht. Keine Fallen? Keine Fallen. Aber auch kein Loot. Schade, schade. War ich hier schon? Hallo, hier war ich schon. Hä? Hier kann ich doch noch gar nicht gewesen sein. Hier war ich doch schon. Ne, hier war ich noch nicht. Hier muss ich irgendwo hin. Oh, es schüttet gerade draußen. Und wieder schüttet. Eieieiei, nach der Hitze der letzten Tage ist das richtig schön. Wir öffnen den Schreibtisch. Was haben wir hier? Oh, Patronen, sehr schön. Und du hast für mich... Naja, nehmen wir alles mit. Aktivieren, verdächtiges Terminal. Na, das hatten wir alle schon. Okay.